Welcome back, Ladies and Gentlemen, ich bin Cyberpsycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, das heutige Video ausfallen zu lassen, beziehungsweise das Haus heute nicht zu nehmen, sondern bei Tanglewood wieder zu starten, dadurch, dass aufgrund des Events, des Updates, sich manche Häuser ein bisschen geändert haben, damit wir das einfach mal genau unter die Lupe nehmen können. Aber dachte ich mir, es wäre euch ungerecht, denn das Haus wird sich so häufig gewünscht, gerade auch im Stream. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, nehme ich es doch einfach mal auf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in Asylum. Welcome back, Ladies and Gentlemen. Ich bin Cyberpsycho. Ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia. Und wie ihr schon sehen könnt, befinden wir uns hier in Asylum. Das erste Mal seit dem letzten Update. Das bin ich jetzt mal gespannt, ob sich hier was geändert hat. Also, wenn ja, was sich geändert hat. Wir jagen den guten Raymond Hans. Raymond Hans. Raymond Hans wahrscheinlich, aber alles klar. Wir brauchen das Kruzifix Salz. Was? Kruzifix Kerze bewegen zu sollen. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Salz gekommen bin. Ich glaube, ich hatte so häufig in letzter Zeit die Salzquest, dass sich das schon eingebrannt hat. Ich werde ohne Kerze losgehen. Ich weiß, mit Kerze ist es auf jeden Fall ein bisschen sicherer, beziehungsweise, ja, ich spare die Sanity. Aber, wir machen jetzt hier erstmal Licht an. Aber genau darum geht's mir. Weil klar, es ist zwar schön und gut, wenn die Sanity oben bleibt, dann ne, brauchst du vielleicht eine halbe Stunde, bis du den Raum findest, aber natürlich hast du noch 100% Sanity. Was jedoch auch der Vorteil ist, wenn die Sanity droppt, dass du eben, ja, dass der Geist wahrscheinlich was macht, die wird aktiver. Vielleicht hast du Glück. Ja, das ist mir aufgefallen. Klar, das steht irgendwo geschrieben oder sowas, aber mir ist es auf jeden Fall aufgefallen, weil wir haben die Karten, dass die Geister, je weniger Sanity man hat, teilweise auch aktiver werden. Ganz interessant. Wie gesagt, da steht nirgendwo geschrieben, ist einfach nur so, ne, so ein Gefühl einfach. So, und ich schaue jetzt einfach mal hier, überall wo eine offene Tür ist, halte ich mal meinen Thermometer rein. Ich gehe jetzt aber erstmal gleich in den linken Block und natürlich nicht vergessen, mit dem Geist reden. Wo bist du, Raymond? Zeig dich, mach was, spiel mit mir, Sinnekinne, bist du alleine. Darf ich dir eine Frage stellen? Wer bist du? Ist es dein Haus, wenn wir gehen, bist du glücklich, meine Freunde, kannst du irgendwas machen? Danke dafür. Ja, und jetzt heißt es erstmal die Nadel im Heuhaufen suchen. Ladies and Gentlemen, ich weiß nicht, ob das ein schlechter Scherz sein soll. Wir haben eiskalt, legit, Knochen gefunden. Ich muss mir nur merken, wo der ist, und zwar unten, zweite Tür rechts, aber wir haben den Knochen gefunden. Ladies and Gentlemen, vielleicht, wenn wir einen Geist haben, der Fingis hinterlässt, hätten wir vielleicht sogar die Möglichkeit, hier mal Maximum Cash rauszuholen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber bis jetzt leider noch kein Geisterraum, deswegen, ja, die fröhliche Suche geht weiter. Okay, Ladies and Gentlemen. Ich habe Wasser. Ich bin jetzt gerade hier die Treppe hochgegangen und ich habe Wasser. Bedeutet, dass es auf jeden Fall richtig bunt ist. Wir sind hier im Mittelpanel. Oh nein. Ach nein. Da drüben ist Wasser an. Hier ist Licht an. Schade. Okay, da war eine Tür. Da war eine Tür. Schau da hinten. Wasser ist jetzt auch erstmal egal. Es könnte sein, dass er entweder hier drin ist oder dass er irgendwo da hinten ist. Hier ist nämlich noch alles zu. Ganz entspannt. Wir müssen jetzt die offene Tür finden. Kriegen wir unsere Fingis her. Könnte sonst echt stressig werden. Hier ist noch alles clear. Wo war jetzt? Hier vielleicht? Ja, hier. Okay. Wir werden jetzt schauen, dass wir hier schnell genug sind, damit wir mit der UV noch beschauen können. Das ist gar nicht mal so weit weg. Einziges Problem ist, entweder ist ein sehr, sehr stark roamender Geist. Oder wir haben Flurgeist. Deswegen, ja, könnte jetzt gleich ein bisschen nervig werden. Und vor allem, eigentlich gibt es keine Flurgeister mehr in Asylum. So, das glaubt man so lange, bis man einen Flurgeist hat. Deswegen, ja, das war auch beim letzten Mal so, als ich hier war und dann auf einmal einen Flurgeist hatte. Aber jetzt, auf geht's. Jetzt wäre es natürlich super, hätten wir Fingis, denn dann könnten wir wirklich schauen, dass wir Maximum Cash rauskriegen. Das wäre jetzt pornös. Und damit kriegen wir auf jeden Fall genug Geld. Aber da seid hier in der Folterkammer war, wo schön die zwei liegen sind. Und ein Badezimmer und hier jetzt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, so wie es aussieht, haben wir keine Fingis. Schade. Schade, Schokolade. Jetzt muss ich nur noch schauen, wo ist er denn jetzt eigentlich genau? Hier drin haben wir 19. Ah. Nicht dein Ernst, oder? Nein, 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 nein. Einzig Gute ist, bei einem Flurgeist ist meistens noch ein weiterer Raum betroffen. Sprich, der Flur und dieser Raum, der die gleiche Temperatur haben.
was leider nur bis jetzt hier nicht der Fall ist, außer er hat keine Lust gehabt, von seinem Raum die Tür aufzumachen. Urgeister im Mittelpanel. Das ist nämlich doof, denn die Flure gehen von der Treppe bis zur anderen Treppe. Deswegen schaue ich jetzt mal, ob hier noch irgendwie was ist. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach nur hier den Flurgeist bzw. den Raum, den Flur hier angepasst haben. Ihr seht schon, die Temperatur ist ungefähr auf 10 Grad, geht immer wieder runter. Ja, ich werde jetzt hier jede offene Tür noch anschauen. Denn jede offene Tür könnte bedeuten, dass hier auch noch der Raum ist mit dieser Temperatur. Aber sieht schlecht aus. Das ist einfach das Nervigste oder das Schlimmste, was man haben kann. Aber, Ladies and Gentlemen, nicht verzweifeln. Auch hierfür gibt es Möglichkeiten, das Ganze hinzubekommen. Jetzt bereue ich gerade irgendwie, dass ich keine Kerze mitgenommen habe. Meine Sanity ein bisschen zu halten, weil jetzt könnten wir sie gebrauchen. Aber, sag mal so, man kann auch vieles während der Jagd herausfinden. Und vielleicht müssen wir uns darauf einfach beziehen, dass wir ab und zu mal ein bisschen Fang spielen müssen, damit wir hier unsere Informationen bekommen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir einen Geist haben, der irgendwelche Charakteristiken aufweist, die man während der Jagd sehen kann oder zumindest rausfiltern kann. Und ja. Spiel's bad. Pingis wäre das natürlich super gewesen. Pingis bei dem Flurgeist, top. Der macht so viel, der roamt so stark, dass es natürlich super wäre. Das Problem ist, wir haben jetzt hier auch die Karten. Die bringen ja auch nicht weiter. Bringen ja auch nichts. Was auf jeden Fall auffällig ist, er hat hier Lichter gemacht. Und dort hinten das Waschbecken. Und dort hinten war im Raum drin. Ja. Also hier hat er die Tür aufgemacht. Was bedeutet... Ich werde jetzt einfach mal mein Zeug hier droppen. Das hier ist jetzt ungefähr die Mitte. In diesem Bereich ist er gerade aktiv. Hier roamt er hin und her. Schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal. Gut wäre es natürlich, wenn wir jetzt schauen würden, wo eine Tür aufgeht. Und sprich, dort roamt er hin. Ja, jetzt, dadurch, dass halt alles ein Geistraum ist, schwierig, aber dann hätten wir da Anzeichen, dann könnten wir da ein bisschen verstärkt suchen in dem Bereich. Naja. Schauen wir doch mal. Wo bist du? Wie alt bist du? Hier. Zeig dich. Licht? Ja. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du wütend? Bist du hier? Nein. Ganz ehrlich, so eine Liege brauche ich in meiner Anstalt. Extra schön für alle Insassen, die mal ein bisschen Zeit auf der Folterbank brauchen, ein bisschen über sich nachzudenken. Na, ich top. Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du wütend? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du wütend? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Dass er halt hier keine Tür aufgemacht hat, sondern nur mit dem Master gespielt hat, zeigt mir genau das. Hier ist wahrscheinlich eher nichts an Raum. Er hat einfach vorgehabt, mit Licht, mit dem Master zu spielen und war da drin. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Nope. Wo bist du? Wie alt bist du? Noch mehr. Hier links haben wir keinen Raum, wir hätten jetzt noch den Raum. Aber ich würde sagen, wir droppen jetzt erstmal unseren Shit hier und... machen das einfach so. Das Thermometer muss ich in meiner Nähe behalten, damit wir hier ab und zu mal nach der Temperatur schauen können. Denn, das ist der Vorteil von Albtraum oder Profi, der Geist kann wunderbar, wenn er möchte, den Geistraum wechseln. Und das hat er jetzt hier gemacht. Ich bin so... Oh. Einziger Nachteil, wohin? Wo ist er hingegangen? Also wird jetzt natürlich wieder die Nadel im Heuhaufen suchen, aber... Er hat den Geistraum gewechselt. Ich bin mega happy. Und vor allem, das bedeutet jetzt, er ist irgendwo im Mittelpanel. Das hilft mir also mal sehr stark weiter. Einziger Nachteil, wo bist du hin? Wo bist du? Zeig dich, mach was, spiel mit mir, seine Kinder, bist du alleine, darf ich dir eine Frage stellen, wer bist du? So ist dein Auswärmigen, bist du glücklich, meine Freunde, kannst du das machen, danke dafür. Das müssen wir natürlich wieder suchen, aber zumindest hatten wir einen Anhaltspunkt. Wir wissen, wo er ungefähr war, wir wissen, wo er jetzt sein kann, sprich Mittelpanel. Könnte sein, dass er auch in einen anderen Flur gewechselt ist. Sprich, östlich oder westlich, aber... Ich möchte jetzt eher ungern vom Schlimmsten ausgehen. Der Raum wäre schön. Oder der da drüben. Aber das wäre natürlich wahrscheinlich viel zu einfach. Na, finally. Ich glaube, ich habe ihn gefunden.
Ich bin jetzt bei 18 Minuten. Ja. Ich habe für euch da hier ein bisschen rausgekattet. Ich war gerade oben und habe einen Lichtschimmer und Lichtschein gesehen. Und dass man hier jetzt, nachdem ich runtergekommen bin, hier ultra viele Waschbecken hört, ist, denke ich, ein gutes Zeichen. Die sind auch alle... Der Nachteil ist, wir müssen jetzt natürlich erstmal mit unserem Equipment kommen. Ich habe jetzt nur mein Thermometer dabei gehabt. Der macht uns Licht an, das ist sehr schön. Alter, ich hasse diesen Geist. Alter, die Sounds von den Toilettenkabinen sind auch irgendwie cool, aber ey. Er jagt. Dann können wir jetzt gleich mal nach der Sanity schauen, ob wir einen 50% Geist haben, drüber drunter. Und vor allem, das wollte ich sowieso machen, jetzt dann Sanity-Pillen nehmen, damit wir den Geist da drin festhalten können, mehr oder weniger. Oder zumindest die Chance, dass er das woanders hinlobt oder wechselt, relativ stark reduzieren. Aber ey. Er ist mal im EMF. Er ist die Treppe hochgekommen. Was ist denn los mit ihm? Ich habe keine Lust, so weit zu laufen. Ich gehe jetzt einfach hier hin. Aber das ist natürlich das schlimmste Szenario. Erst Flurgeist, den wir gefunden haben, und dann auf einmal wechselt er in den Raum, wo ganz anders hin. Er war hier oben, er war im Mittelpanel, ist nach unten gewechselt, weil er keinen Bock mehr hatte. Okay, entweder er ist immer noch da hinten bei meinem EMF, beziehungsweise wieder runter. Oder er ist in meine Richtung gekommen. Ich habe meine Lampe an und ich rede, also eigentlich... Könnte das sein, dass er in meine Richtung kommt? So. Also. Oh, Licht an. Das mache ich immer an, damit ich direkt sehe, Breaker an, Breaker aus, beziehungsweise auch im Van mitbekomme, Breaker an, Breaker aus. Sonst sieht man das ganz gerne mal. Wir nehmen jetzt erstmal Sanity Pin. 20, 40, 60. Ja, wir haben viel verloren. 60 würde ich einfach, oder, ja gut, 60 sind unter 50 auf jeden Fall. Jetzt nicht wie ein Shade. Da hätten wir vielleicht noch eins nehmen können, aber ja. Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Bilanz. Wir starten jetzt praktisch und wir haben schon mal nur noch einmal Sanity Pin. Und vor allem, wenn ich nicht alles täusche, müsste man die jetzt hier nachkaufen, wenn wir sie genommen haben. Klingt genius. Jetzt muss ich mich nur daran erinnern, wo habe ich mein restliches Equipment gelassen. Einmal habe ich hier mein Foto. Na, nee, hier habe ich Buch und Box, hier habe ich mein Fotoapparat, genau. Und hier links im Raum müsste eigentlich mein EMF sein mit der UV-Lampe. Sehe ich das richtig? Jawohl. Also UV-Lampe muss ich auf jeden Fall noch mitnehmen, da muss ich dann nochmal schauen. Ob wir Fingis haben, also ne, doppelt gemoppelt hält besser. Nicht wundern, die Türen hier sind alle offen, weil er hier gerade entlang gedackelt ist. Deswegen mache ich natürlich alle wieder zu. Für den Fall, dass er roamen sollte, beziehungsweise wechseln sollte, weiß ich sofort, wo er ist. Insofern er zumindest mit der Tür spielt. Ich hoffe, er ist jetzt hier drin, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust, hier hinzugehen. Und dann ist er gar nicht mehr hier. Deswegen, wehe, du bist jetzt weg. Ich habe keine Lust, schon wieder danach zu suchen. Also, kurz rausgehen, Temperatur von draußen, 18 Grad, Temperatur von drinnen. Ja, gerade, Wunderbärchen. Wir holen unser restliches Equipment. Ich muss auf jeden Fall sagen, cool mit den neuen Namen. Und auch jetzt, dass man so einen Raum ist, jetzt richtig angenehm. In Anführungsstrichen. Ist immer noch Asylum, nicht vergessen. Aber war ja an den Türen. An der Tür kann er jetzt auch Fingerabdrücke hinterlassen. Das ist so geil. Das hat so lange Zeit gefehlt. Und ja, gut. Ich frage mich, wieso sie das erst jetzt reingebracht haben. Ich meine, Tür ist Tür. Ob sie jetzt aus, ja, so eine Zimmertür ist aus Holz oder. Eine Toilettentür aus Holz ist Rangeman. Überall kann man Ejakulat hinterlassen. Gerade bei Toiletten ist es sogar noch wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich dachten sie sich, gut, damit hier keiner mit der UV-Lampe rumleuchtet. Ne, machen wir hier, sagen wir, dass hier nichts möglich ist. Richtig so. Denn, ne, gerade auf Toiletten möchte man jetzt, glaube ich, nicht wissen, was man hier alles mit einer UV-Lampe finden könnte. Das wäre ungeil. Ich war gerade der Meinung, ich hätte Dots gesehen, aber gehen wir dann im Bett. Ich hole jetzt noch meine letzten Gegenstände, das war das Buch und die Box. Dann haben wir sogar schon alles drinnen. Und ja, ich bin ja erst bei 23 Minuten, also ne, gar kein Thema. Wie gesagt, ich werde für euch sehr viel rausgecuttet haben, weil viel war einfach nur rumlaufen, wo ich selber nicht viel gelabert habe. Einfach, weil mich genervt hat. Einfach, weil mich genervt hat und ich natürlich auch hart concentrated war. War ich tatsächlich. Ich habe die ganze Zeit versucht, darauf zu achten, ob ich irgendwas höre oder sonstiges. Nö. Keine Lust. Da kommt man hier, ab dem Moment, wo ich ungefähr hier war, höre ich auf einmal das Wasser und richtige Eskalation. Crank shit. Na gut. Hauptsache, wir haben ihn. Hauptsache, wir wissen immer noch, wo unser Knochen ist. Hauptsache, gut, wir haben wahrscheinlich keine Fingis, aber wir haben die Möglichkeit, viel ordentlich Cash rauszuholen. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Ja,
Das ist ein klares Nein. Ich weiß nicht wieso, aber weil mir jetzt einfach so extrem ruhig ist, wollte ich gerade sagen. Wo ist mein EMF? Ja. Da. Ein Zweier. Das einzige Gute ist, Foto, Foto, Foto. Und ich bin eigentlich keiner, der dreckiges Wasser fotografiert. Wir haben oben auch nochmal die Möglichkeit, ein Foto zu machen. Noch ein dreckiges Wasser. Klar bringt das nicht so viel Cash, aber weil wir keine Fingerabdrücke haben, ist das neben Fußabdrücken das Beste, was wir kriegen können. Fußabdrücke wird schwierig, da wir nicht mehr so viel Sanity haben und vor allem auch keine Sanity-Pillen mehr. Aber wir hätten theoretisch die Möglichkeit. Also sprich, wir können in den Raum reingehen, können da Fußabdrücke fotografieren, können dann die Waschbecken doch mitnehmen. Da haben wir auch nochmal 4 Fotos jetzt. Dann natürlich den Knochen. Also wir, ja, doch. Das könnte machbar sein, dass wir auf Maximum Cash kriegen, kommen. Auch ohne Geisterfoto. Vielleicht haben wir Glück und kriegen. Den werde ich im nächsten Run auf jeden Fall Fotoapparat mitnehmen. So groß ist der Raum nicht, was bedeutet, zweites Slot, die brauche ich nicht unbedingt. Oh, was so cool. Diese 9 Sounds, da oben ist ein Orb und da wäre ich in unser erster Arbeit. Check. Ich hätte jetzt natürlich die Tür zu machen sollen, das war jetzt richtig dämlich. Vielleicht haben wir Glück und sehen hier, wie eine Tür aufgeht. Da haben wir wunderschöne Dots und dann habe ich wirklich Dots vorhin gesehen. Okay, und weil wir die Dots haben, ist der Mimik raus. Problem ist jedoch, wir haben eine verdammt beschissene Auswahl. Yokai? Gut, Raichu, super. Yurei? Theoretisch auch, er hat hier genug Türen. Die können wir alle aufmachen, dann schauen wir mal, ob irgendeine zugeht. Banshee. Ja, und der Yokai. Banshee, Yokai, das sind, glaube ich, meine Kryptonide. Ich nehme jetzt auf jeden Fall gleich ein Parabol mit. Das hier lassen wir noch offen. Ah, shit, ich bräuchte die Kruzifixe. Das ist halt der große Nachteil an Asylum. Du musst halt so scheiß viel laufen. Weil allgemein in den großen Maps. Ich meine, ich laufe hier ungefähr 1,5 bis 2 Minuten. Durch den Sprint geht zumindest noch. Weiß noch, ganz nach unten, ganz hinten, also Ost- oder Westseite, hat man 3 Minuten vom Wärmeaus gebraucht. 3 Minuten, bevor man den Sprint hatte. Jetzt mit dem Sprint geht es ja schneller. Das ist einfach ein Krampf. Das ist einfach ein Krampf. Das ist der Wahnsinn. Also wir werden jetzt alle Türen aufmachen. Für den Urin. Na, kann er schön zumachen. Dann, genug Gegenstände sind drin. Wir sollten eine Jagd starten. Sollten wir eine sollten wir einen Unterschied merken. Gucken auf die Geschwindigkeit. Yokai ist Ausschlussverfahren, würde ich mal spontan behaupten. Klar, wir könnten irgendwo hingehen und ihn rufen während der Jagd. Aber es ist hier schwer einzuschätzen. Zum einen, wie groß ist die Range der Geister? Zum anderen, wann kann ich jetzt behaupten, dass ein Yokai oder nicht? Es kann auch sein, dass er zufällig dahin geht, wo ich bin. Ne? Wir müssten uns bald hier hinstellen, aber das Problem ist, wenn er jetzt einfach in die Richtung geht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach die Treppe hochgeht, ist sehr, sehr hoch. Ne? Das muss nicht unbedingt ein Yokai sein, der sich von mir getriggert fühlt. Deswegen, diese Geister sind keine schöne Auswahl. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass es ein Yurei ist oder ein Raichu. Dann schauen wir weiter. Jetzt Parabol rein für die Banshee. Und dann werden wir jetzt einfach schauen, dass wir den Banshee-Schrei kriegen, so lange bis eine Jagd startet und wir den Rest testen können. Weil bis dahin nichts mit dem Parabol sein, muss ich sie ausklammern. Leute, Tür ist offen. Kruzifixe sind drin. Kerzenbewegungssensor können wir später immer noch reinpacken. Gut, die Kerzen mitzunehmen wäre jetzt eigentlich sinnvoll. Ich nehme aber ein Futterparat, da ich jetzt einfach Maximum Cash in Aussicht habe. Dann heißt es jetzt, dass wir auf die Suche gehen. Das Gute ist, Parabol haben sie geändert. Oder insofern, dass es jetzt nicht mehr alle 2 Sekunden müsste, sondern alle 1 Sekunde. Das bedeutet, man hat die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel bei einer Mein Link zum Beispiel, dass man mehr Geräusche hat. Ich bin jetzt gleich mal gespannt. Es wäre natürlich am besten, im besten Fall haben wir eine Banshee. Wir kriegen einen Banshee-Schrei, das will ich mega feiern, aber schau mal. Nachteil ist, der Raum ist richtig weit weg von der Treppe. Sollte eine Jagd starten, bis wir da hinten sind, das könnte eng werden. Hat aber jetzt eine Reitschuss, dann sind wir tot, ganz klar. Aber ich stelle mich jetzt hier rein. Ich mache hier jetzt alle Türen auf. Okay, mich nervt jetzt schon der Sound. So, sollte es nämlich ein Yurei sein, hat jetzt hier 2, 4, 6, 8, 9 Türen, die er zumachen kann. Und halt. War es jetzt der Banshee schreibt? Nein, das war nicht der Banshee, das war nochmal. Okay, dann würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, keine Ahnung, wie viel ich rauscutte, aber ich werde auf jeden Fall ein bisschen was rauscutten. Wir gehen jetzt auf die Jagd. Hallöchen. Ladies and Gentlemen, ich wollte jetzt gerade mal schauen, ob es sich vielleicht um einen Yokai handelt. Ich wollte gerade, hab gerade nur ein Wort gesagt, auf einmal, bam, Tür. Davor war nichts. Hier, schon wieder Tür. Ja, aber, geh nicht ganz zu.
ganz viel auf. Also klar, jeder andere Geist kann auch die Türen zumachen. Und ich sag mal so, wenn jetzt die Tür so ist, ist klar, dass dann sein kann, dass er sie zumacht. Okay. Entschuldigung, wo war dein Hauch? Was Interessantes. Ich habe gerade eben aufgehört zu reden gehabt. Das war gar nichts. Nichts. Nada niente. Auf dem Moment, wo ich jetzt wieder angefangen habe zu reden, auf einmal hier Event und zweimal die Türen bewegt. Das ist ganz interessant. Also die Möglichkeit, dass es ein Yokai ist, gerade sehr, sehr groß. Banshee schreit hatte ich natürlich nicht, den hättet ihr schon gehört. Ich natürlich auch, dann wäre ich aus dem Häuschen wieder in der Tür gehört. Also momentan bin ich sehr stark beim Yokai. Warte mal, gehst du auf? Ich finde mich ja echt crazy, wenn man sich das mal im Real Life vorstellt. Jemand steht mit einem Parabolmikrofon in einer Toilette, hat alle Türen aufgemacht, kontrolliert die ganze Zeit, also starrt die ganze Zeit hier auf die Toilettenschüsseln. Hat noch krankes Spielzeug dabei, wie ein Kruzifix. Ich stelle mir das so geil vor. Okay, jetzt wird er gerade ein bisschen inaktiv, aber ich versuche jetzt auch ein bisschen weiterzureden. Für den Fall, dass es wirklich ein Yokai ist. Okay. So viel dazu. Ich werde jetzt wieder die Klappe halten. Oh mal, aber danach immer noch so aktiv ist, beziehungsweise wie es sich verhält. Auf einmal. Aber war wieder nichts. Gut, der Step, der war jetzt nur ein Parabol. Aber erst war die ganze Zeit wieder Ruhe. Jetzt rede ich wieder mal ein bisschen. Und auf einmal wieder eine Tür. Also für mich ist es momentan sehr krass, gerade sehr stark gerade in Yokai. Was mich jetzt aber interessiert, ist die Banshee. Was haben sie bei ihr beim Text eigentlich geändert? Banshee, Banshee, Banshee. Banshee wird, ne, bevorzugt zu schwächen. Manchmal kann es ein Geschrei. Ja, okay, gut. Super. Ursprünglich hatte sie ja, dass sie das Kruzifix fürchtet, aber es wurde ja, ne, mit dem Dämon getauscht. Und seitdem habe ich hier, glaube ich, nicht mehr reingeschaut. Also gut, das ist sogar dieser Banshee-Schrei, ist jetzt sogar die Schwäche. Und, ja gut, die Frage, was hat, was für ein Intervall hat das? Wie, es kann ja auch sein, dass, was weiß ich, 20% Wahrscheinlichkeit für alle 60 Sekunden oder sowas. Oder 10% oder 5 oder halt, ne? Oder das Ganze auf 10 Minuten gerechnet, weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich mir nochmal auf dem Discord ein bisschen umhören. Und fast mal Discord. Aber momentan bin ich halt, wie gesagt, sehr, sehr stark im Yokai. Ladies and Gentlemen, nimmt's mir nicht böse, aber ich werde es auch, glaube ich. Aha. Reihe. Ich werde es auch gleich. Okay, unser Bällchen, schau mal. Oh, hat es. Schau mal, hat es gezählt. Jo, Interaktion, sehr schön. Ich werde jetzt auch gleich noch meine Gegenstände für die Quest holen, damit wir das abschließen können. Da werde ich den Knochen holen, denn wir haben jetzt sogar noch ein Geisterfoto bekommen. Was bedeutet, wir können jede Quest erledigen. Ihr seht es bereits hier. Wir haben die Großwichse drin. Check. Jagdwarten. Okay. Kerze, Bewegungssensor sind eigentlich auch richtig leichte Quests. Braucht man nur noch ein Foto vom Knochen. Genauso wie von dem verfluchten Objekt. Dann noch die restlichen Fotos vollballern. Respekt, wenn wir dann noch den Geist richtig erraten haben. Gut, das ist jetzt nicht einfach, aber ich habe eine Vermutung und ich bleibe bei der jetzt erstmal. Wir natürlich auf die Jagd warten, wegen Reitschuh und wir. Ja, gut, die Rain, ne? Aber wegen Reitschuh auf jeden Fall. Aber sollten wir den Geist richtig erraten, haben wir die Möglichkeit, Maximum Cash zu holen. Im Albtraum-Modus. In Asylum. Das hätte so. Das. Alter, voilà. Okay, du kommst mit. Könnte jetzt natürlich doof laufen, sollte die Kerze früher ausgehen und so weiter. Aber, ne, ist halt dann so. Also, ab nach unten, dann nehmen wir den Fotoapparat rüber zum Knochen, Knochen einsammeln, ab nach oben Karten einsammeln. Nächsten Fotoapparat, wobei wir haben ja hier oben unseren. Wir haben hier oben unseren zweiten. Den können wir mitnehmen. Ja, und dann ab nach unten. Wir müssen, dürfen jetzt natürlich keine Fotos verschießen, aber, ja. Wir können ja auf jeden Fall sehr, sehr viel Cash rausholen. Ich bin mir noch nicht 100% sicher. Ja? Ganz klar, bei dieser Auswahl schwierig. Der Yokai könnte seine Welt noch nicht wiedergegeben haben. Die Banshee hat einfach keinen Bock zu schreien. Der Yokai, ja, für den spricht momentan am meisten. Einfach weil der Geist wirklich aktiver wird, sobald ich hier drin bin. Ihr seht es hier, die Türen zu Ende wird geschossen. Gehst du weg, du Kleiner! Ey, Wahnsinn.
Das macht mich immer noch fertig, obwohl ich weiß, okay, es war keine Jagd, weil ich habe ihn direkt gesehen. Aber Alter, das macht mich trotzdem fertig. Aber hier, er wird aktiv. Habt ihr das gerade gehört? Also, das war jetzt nur ein Event, oder? Ne, er jagt immer noch. Habt ihr das gerade gehört? Die Schritte? Ich muss noch meine Jagd warten. Ich habe jetzt... Okay, hinten ist meine Fotoparty. Nehme ich jetzt mal. Habe ich das gerade richtig gehört? Ich hoffe, er kommt jetzt nicht hier hin. Hier ist mein Futterpart. Wie gesagt, ich muss die nächste Jagd abwarten. Und da müssen wir jetzt noch die ganzen Waschbecken mitnehmen, weil wenn es der Geist ist, den ich vermute, will ich nicht zu lange da unten drin bleiben. Dann will ich einfach nur runter. Fertig. Oh. So, deswegen nehmen wir... Oh, ich weiß, es tut mir leid. Ladies and Gentlemen, schwarzer Tag für mich. Ich fotografiere Waschbecken. Dreckige Waschbecken. Ey, Wahnsinn. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Das, was ich vermute. Das könnte ein Raichu sein. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Raichu mit Hyperspeed in Asylum. Wo hier so lange Gänge sind. Nicht ganz so von Vorteil. Wir müssen uns über dem Geistraum verstecken, damit wir von oben hören können, wie schnell er ist. Das ist die beste Variante. Schau mal. Er wird es wahrscheinlich sowieso bald wieder jagen, beziehungsweise die Kruzifix könnten jetzt bald triggern. Die sind hoffentlich noch im Geisterraum. Oder anders ausgedrückt, ich hoffe, er hat ihn noch nicht gewechselt. Das wäre jetzt natürlich Hölle. Ich bin einfach gerade gierig. Ich bin heiß drauf. Weil ich den Knochen habe, werde ich mich auch Richtung Geisterraum bewegen. Ich weiß, ja. Wir wollten jetzt eigentlich drüber. Aber ich brauche die Waschbecken noch. Vielleicht noch eine Interaktion. Noch irgendwas, was ich mitnehmen kann. Was mir Cash bringt. Jagt er? Wer jagt wieder? Ganz leises EMF. Ja, er jagt wieder. Wir haben beide Kruzifixe drin, aber wir sind halt leider nicht so positioniert, dass sie wahrscheinlich das hinterste Eckerl in der Kabine oder in jeder Kabine abdecken. Da werde ich auch häufig gefragt, hey, wie funktioniert die Kruzifixe? Ich habe die Kruzifixe drin, aber es triggert nicht. Ist halt leider ein Problem. Das ist halt leider das Problem. Die decken nur einen bestimmten Bereich ab. Und das heißt, nicht nur weil die Kruzifixe drin sind, möchte der Geist immer in diesem Bereich spawnen. Da macht man kleine Räume, da kann man mit diesem Bereich, mit diesem Radius der Kruzifixe den kompletten Raum abdecken. Aber das geht natürlich nicht immer. Ja, es kann sein, dass ihr mit den Kruzifixen, sagen wir mal, 5 Spawnpunkte in dem Geisterraum abdeckt. Was aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann aber noch weitere dort sind, sprich 1, 2, 3, 4, whatever, wie viele, je nachdem wie groß der Raum ist, geht er da auch noch. Und wenn er dort spawnen möchte, dann spawnt er da, dann zeigt das Kruzifix keine Wirkung. Sollte er einen auswählen, der in dessen Radio oder im Radius des Kruzifixes ist, dann wird er geblockt. Ja. Am besten einfach liegen lassen, weil das sehe ich auch häufig. Denken sich, oh mein Gott, Kruzifix hat nicht getriggert, ich setze es um. Ich lege es irgendwo anders hin. Dann vielleicht ist er da gespawnt. Ja, Problem habt ihr dann aber nur, wenn er jetzt sich denkt, jetzt möchte er da spawnen, wo vorher das Kruzifix lag. Versteht ihr, was ich meine? Na, du kannst es. Also den Geist des Kruzifixes hinterherzutragen, macht wenig Sinn. Du kannst es in der Hand halten natürlich, das wäre möglich. Aber im Grunde kannst du es eigentlich liegen lassen. Einfach liegen lassen und hoffen, dass es irgendwann... Ja, dass es irgendwann triggert. Also, wenn wir jetzt hier runtergehen, bup, runter. Ist hier unten ungefähr der Geisterraum. Er jagt momentan nicht, das ist schon mal gut. Wir müssen hören. Versuche jetzt runterzukommen zu den Waschbecken. 2 Fotos können wir noch machen. 3 Waschbecken sind unten. Schauen wir uns mal. Jo. Und 2 Fotos werden noch fehlen. Vielleicht kriegen wir Interaktionen. Aber ohne Räucherstäbchen fühle ich mich eigentlich nicht ganz so wohl. Erst recht nicht, wenn meine Vermutung richtig ist. Er hat wieder ein Waschbecken angemacht. Das ist sehr gut. Vielleicht haben wir sogar 4 Waschbecken, die wir fotografieren können. Ich freue mich mal über Waschbecken. Ja, so weit ist es schon gekommen. Wenn man seit 38 Minuten hier in der Anstalt ist, dann dreht man langsam durch. Okay. Einziger Nachteil, wir müssen jetzt darauf achten, dass wir die so fotografieren. Dass wir wirklich halt die Waschbecken haben, beziehungsweise das gewollte Waschbecken. Hopp, bup. Bup.
Okay. Aha. Welche war das? Ich sehe nicht, wie sich was bewegt. Warte. Da können wir ab hier vielleicht. Ich setze jetzt alles auf eine Karte. Ja, das war's sogar. Wunderbar. Also, Kruzifix hier liegen. Wir gehen jetzt Richtung Van. Dem Räucherstäbchen. Hoffen, dass jetzt bald die letzte Quest triggert, sprich die Kruzifixe, und dass er bald wieder anfangen möchte. Er geht über den Geisterraum und hören. Sollte das wirklich ein Raichu sein, müssten wir direkt 10 Sekunden, nachdem er gespawnt ist, eine Geschwindigkeitsveränderung mitbekommen. Aber ganz wichtig, 4 Sekunden. Warum? Ganz einfach, in diesen ersten 4 Sekunden, wenn er spawnt, kann man ihn nicht sehen. Ja, er ist unsichtbar. Erst nach diesen 4 Sekunden kann man ihn sehen und er kann anfangen zu laufen. Davor die Schritte, die man hört, sind einfach diese Standardschritte, die jeder Geist hat. Ja, praktisch hier Normalgeschwindigkeitsschritte, so ungefähr. Die deutet auf keinen einzigen Geist hin. Deswegen da nicht verwirren lassen. Jagt das schon oder war das nur der Sound, wenn ich die Tür schließe? Das war nur der Sound, wenn ich die Tür schließe. Oh oh. Hier sind die Türen offen, was bedeutet, er war hier in dem Bereich? Okay, wir sind jetzt hier drüber. Ungefähr plus, minus, wahrscheinlich wäre es eher sogar hier hinten. Mittelkanäle. Okay, ja. Tatsächlich schwer zu sagen. Problem ist halt, wir haben nur im Geisterraum haben wir die Gegenstände. Ein Problem ist, wir sind genau in unserem Jagdgebiet. Hier hoch ist er hergegangen. Wer macht den Lichtschalter hinter die Tür? Seht ihr, wie schnell er ist? Was mich jetzt natürlich verwirrt, es könnte sein, dass es wieder runtergegangen ist, Richtung Geisterraum. Und da wieder die Energie ziehen konnte. Es könnte aber auch sein, dass es die Treppen waren. Die Treppen hatten auch öfter diese Double Steps. Deswegen, das ist jetzt leider gerade ein bisschen verwirrend, dass es schwer herauszukitzeln. Was mich gerade nervt, die Kruzifixe triggern immer noch nicht. Er wird wahrscheinlich immer noch unten seinen Geisterraum haben. Wir müssten jetzt nochmal schauen, wir müssten vielleicht doch die Kruzifixe umpositionieren, denn er spawnt in den... Ich habe die, glaube ich, sag jetzt mal, zu weit links platziert, sodass Teil vom Radius außerhalb des Raumes ist. Wir könnten ihn noch weiter rechts platzieren, damit wir die Zellen... Ja doch. Also die Toilettenkabinen. Kabinen jetzt hat. Dass wir die besser abdecken. Schwierig. Also ich warte jetzt noch eine Jagd. Sollte bis dahin des Kruzifix nicht getriggert sein. Das kommt mir schnell vor. Und das hat das verwirrende. Raichu zieht Energie aus den Gegenständen in seiner Nähe. Wird er doch schneller. Sobald er aber nicht mehr in der Nähe ist, wird er langsamer. Deswegen ist man da teilweise verwirrt. Ich behaupte jetzt einfach, dass Raichu... Ich sag mal so, ich nehme jetzt einfach Raichu und Yokai mit in die Auswahl. Wir haben leider... Schade, wir hätten Maximum Cash rausholen können. Ich habe sogar dreckiges Wasser fotografiert, ladies and gentlemen. Das gefällt mir jetzt nicht. Bist du? Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Dass er auch bis hier hingekommen ist. Ja, bin beim Raichu. Habt ihr jetzt... Wir gehen jetzt mal in den Van. Wir schauen uns die Karte an. Und schauen uns mal an, was für eine Strecke er zurückgelegt hat. Selbst wenn er straight gelaufen ist. Nicht jeder Geist kann so eine Strecke laufen in, ja, noch nicht mal einer Minute. Also, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen. Hier unten ist der Van. Hier ist der Geisterraum. Hier. Das hier. Ne? Man geht hier hinten, also hier sind die... Entschuldigung, warte, was hier?
I'm sorry. Hier ist der Geistraum. Also sprich, er ist hier den Weg gegangen, bis zur Treppe. Und hier bei der Treppe, ist er jetzt hier straight gegangen, hier durch, hier. Und ist ungefähr in diesem Bereich jetzt hier gewesen. Wir sind ja hier weggelaufen, hier nach oben, hier rüber. Das ist schon eine ordentliche Strecke. Das ist in einer Minute. Vor allem, wenn das ein Geist ist, der normale Geschwindigkeit hat, wie einer der anderen drei. Wie gesagt, das kann doch einfach Blödsinn sein. Das kann doch wirklich sein, dass er straight gelaufen ist. Dann könnte das vielleicht auch einer der anderen Geister schaffen. Aber was mir aufgefallen ist, er war auf jeden Fall schnell. Damit meine ich jetzt nicht erst, als er uns gesehen hat, die Line-of-Sight-Geschwindigkeit, sondern auch unten war ich der Meinung, dass er schnell ist. Es ist sehr, sehr bedauerlich, dass wir das Kruzifix nicht haben. Ich könnte es natürlich mich noch eine Stunde reinstellen. Irgendwann würde es triggern. Aber ganz ehrlich, ich habe einfach keine Lust mehr. Hier im Kruzifix jetzt da drin zu warten, echt, würde ich auch euch empfehlen. Fahrt doch lieber, macht ein neues Häuschen in der Zeit, in der ihr auf das Kruzifix wartet. Dann kriegt ihr da um einiges mehr Cash, als dass ihr jetzt hier diese 10 Dollar mitnimmt, mal 4, 40 Dollar. Ne? Deswegen. Geht dann einfach ein neues Häuschen, erledigt da eine Nebenquest und bupp, ihr habt das Geld drin. Deswegen, abwesend, Ladies and Gentlemen. Ich bin jetzt beim Raichu. Wenn nicht der Raichu, dann der Yokai, weil es war schon sehr auffällig oder sehr interessant vorhin. Aber die Geschwindigkeit deutet für mich auf den Raichu. Schauen wir mal. Kann doch einfach nur sein, dass mich diese Double Steps serviert haben. Wir haben einen Yuri. Wir haben einen Yuri. Das finde ich interessant. Yuri habe ich überhaupt nicht im Blick gehabt. Die Zellentüren waren alle offen. Keine einzige war komplett zu. Dass wir, als wir leise waren, nichts gehört haben, als wir lauter wurden, dass er geredet hat, würde auch passen. Einzige, was auf den Yuri passen würde, was mich hätte auf diesen Gedanken bringen können, der Geisterraumwechsel. Von oben, Flur nach unten. Denn Yuri roamt gerne und wechselt auch gerne. Das ist mir hier aufgefallen bei Yuri. Er war territorial. Der war im Raum. Aber okay. Ich sag mal so, lieber gehe ich mit 260 Dollar, leider auch nicht Maximum Cash, und habe den Guide falsch erraten, aber ich kann es halt endlich abschließen, als dass ich es nochmal machen muss. Deswegen, ich bin soweit happy, wir haben es abgeschlossen, wir haben überlebt. Es war auch gegen Ende sogar noch ein bisschen spannend. Ich habe jetzt 46 Minuten in der Aufnahme. Ladies and Gentlemen. Ich weiß nicht, wie weit ich es gecuttet habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und dass ihr jetzt schon gesehen habt, wenn ihr an der Stelle seid. Genius. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Geisterjagd. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.